Moin moin und willkommen zum Auftakt der Abschiedstournee von Grid Autosport. Wir haben uns hier zahlreich zusammengefunden mit insgesamt 10 Leuten und wir fahren erstmal Touring C in Österreich. Servus! Hallo. Mit dabei der Andy, der Sempro und kein Cinnamon, der hat gerade keine Zeit heute. Der hatte irgendwie keinen Bock. Nee. Ja, keine Zeit. Ja, ich weiß. Ach, Mann, ey. Tja, der Wahnsinn kann beginnen, wa? Die Strecke ist ja in den Lobbys, in den Playlists irgendwie nie. Also fahren wir sie einfach so selber. Genau, deswegen habe ich sie mir gleich mal zu Beginn ausgesucht. Und wir drei sind erstmal vorne. Läuft bei uns. Ja, eventuell müssen wir noch die Startaufstellung mal ein bisschen bearbeiten. Uiuiuiui. Erstmal Handbremse ziehen. Da ist Juge. Und hinter uns Master Styler. Und der auch dabei ist. Ja, aber wir haben uns schon so in zwei Gruppen aufgeteilt irgendwie da hinten. Ja, wahrscheinlich kam das schon durch die allererste Kurve. Zu spät gebremst. Ah. Das kommt davon, wenn man die Strecke nie fährt und Touring C auch so selten. Aber ich war nicht der Einzige, der sich hier verbremst hat. Master Styler diesmal in anderer Lackierung. Normalerweise fährt er hier immer in diesem mattschwarz und grün. Ja, ich habe mir auch eine Finallackierung ausgesucht hier. Ganz einfach schlicht und grün. Grün-blau sogar. Perleffekt. Ja, genau. Sieht man nur gerade nicht wirklich. Ja, doch, so ein bisschen. Also es ist nicht reines Grün, das kommt schon ein bisschen durch. Ist auch nicht das Standardgrün, ich habe das nur selber zusammengewurschtelt. Oh, Kongo, der Modifikationsmeister. Ja, das habe ich mir irgendwie überlegt und dann eine halbe Stunde lang auf jedes Auto aufgepappt. Also ich werde jedes Auto, was ich habe, so in diesem Lackierungsdesign fahren, auch mit den gleichen Felgen. Was, ein Lackierungsdesign? Wo hast du denn sowas gehört? Andy fährt schon wieder Schlangenlinien. So muss das doch. Aber du weißt, wenn ich in seinem Windschatten fahre, wird er dadurch auch schneller. Ich weiß. Aber wenn er noch meinen zusätzlich kriegt, dann ist er noch schneller. Ja, das stimmt natürlich. Ich komme jetzt nicht in deinen rein, ich bin noch bei ihm hinten dran. Aber die Strecke ist echt erfrischend. Warum kommt die nicht dran? Die macht doch Spaß. Ich hab keine Ahnung. Nicht, rechtliche Müll. Gründe oder sowas. Glaube ich jetzt nicht, weil dann... Also die ist ja im Spiel. Und ich glaube, wenn die im Spiel lizenziert die ist, dann... Die sind sie auch früher schon gefahren. Ja. Also. Eben. Wenn die im Spiel lizenziert ist, dann müsste... Wahrscheinlich haben die einfach nur wieder verkackt, als sie mehr Variationen reinbringen wollten. Ja. Da muss doch irgendjemand auch schon vorher eingefallen sein oder aufgefallen sein, dass das nie gefahren wird. Aber es sind enge Kämpfe hier gerade. Das macht Spaß. Und als es denn vielleicht aufgefallen ist, haben sie sich gedacht, okay, da spielen eh nur noch 600 Leute. Wir können uns das auch sparen. Die haben ja auch irgendwie ein paar Leute entlassen bei Codemasters, ne? Boah, da bin ich zu spitzen. Das ist ja normal, wenn sie die Teams umschichten, dass dann welche übrig bleiben und wenn die Projekte dann fertig sind. Ja, das ist ganz normal. Das ist halt bei den, die haben wahrscheinlich auch alle nur Zeitverträge für 2-3 Jahre oder so. Ja, die hatten ja dann auch ein paar finanzielle Probleme dort und schon. Aber bei den Wagen bringt der Windschatten dann erfrischend wenig. Da kann man gut vorne bleiben. Oh, da bin ich abgeflogen. Oh, oh, oh. Das stimmt, der zieht einfach nicht gut. Nee, echt nicht. Da bräuchte aber ein bisschen mehr Power irgendwie. Andy, du fährst zwar rüber, aber... Ah nee, ich wollte eigentlich nicht Schlangenlinien fahren, damit... Achso, um nur zu sagen hier, also unsere Mitspieler werden das ja eh gerade nicht mitbekommen. Also wir fahren erstmal in jeder Kategorie ein Rennen, weil es sind 40 Kategorien. Ja. Und wir müssen noch irgendwo ein Ende finden. Und wir werden es wahrscheinlich so bei 3, vielleicht 4 Folgen pro... Rennen pro Folge belassen. Oh, Andy. Das nennt man dann wohl verbremst. Ah, es ist echt ein schöner Dreikampf hier vorne. Da kann man sich nicht beschweren. Oh. Und mein Hans hinten auf dem Fahrzeug hilft mir da auch. Hans Maulwurf? Ja. Hans Dampf ist es nicht. Andy, hättest du nicht auch heute mal eine andere Lackierung nehmen können? Nö, dazu hätte er sich einen ausdenken müssen und Andy ist total unkreativ. Richtig. Nein, es ist kreativ, Andy. Ne, unkreativ, Andy. Und unpünktlich. Und unzuverlässig. Aber zumindest auch unlangsam. Ja, es ist so krass, wie viel stärker der dumme Chevrolet ist. Meinst du? Ja, auf den Geraden werde ich von jedem scheiß Chevrolet abgezogen. Und ich aber hab so einen reduzierten Abtrieb. Was? Wieso kriege ich denn jetzt hier abkürzen? Wollen die mich jetzt verarschen? Wieso habe ich denn da jetzt abkürzen bekommen?
Andy, was machst denn du da? Ich bin schon vor dir. Warum? Oh, ey, warum habe ich denn da Abkürzen bekommen? Ich habe da vorher nie Abkürzen bekommen. Ich meine, okay, es war gerechtfertigt, ich bin rausgefahren. Nee. Aber Turbomaster hat wohl seinen Turbo gezündet und sich hier die schnellste Runde abgeholt. Boah. Krasses Rennen, ey, hat Spaß gemacht. Bei euch hinten auch gute Kämpfe? Oh, das klingt so doof, wenn man sagt, bei euch hinten. Ja, keine Ahnung, was mit dem BMW los ist. Also auf jeder Geraden wurde ich abgezogen, in jeder Kurve wurde ich abgezogen. Mhm. Ja, beim BMW ist es ein bisschen, also der BMW hat halt die beste Beschleunigung, aber sonst, also mit dem Chevrolet ist halt der Vorteil, du kannst halt den Abtrieb runterstellen, weil der Fronttriebler ist. Ich weiß nicht, wie du deinen Abtrieb jetzt hattest. Ich hatte meinen jetzt komplett... minus 50. Ich hatte ihn jetzt also komplett... auf Geraden hätte ich auch noch ein bisschen was holen können. Ich hatte ihn jetzt komplett als minus... Als Maul, Folgeende, Rennende. Nee, stimmt nicht. Ich hatte ihn jetzt komplett minus 100. Deshalb bin ich vielleicht auch durch Andy durchgefahren. Ich habe schon längst gedrückt. Ich nicht, weil ich cool bin. Ich drücke es jetzt. Jede Sekunde, die du hier länger sabbelst, musst du wieder 3 Stunden länger hochladen. Das stimmt. Also beende ich jetzt mal ganz schnell meine Folge. Juhu! Und weiter geht's jetzt in Paris mit den Category B Touring Cars. Mit unserer fancy Knallbuntlackierung, jedenfalls meiner. Ja, ich muss beim nächsten Mal noch die Startaufstellung sortieren, aber das kriegen wir schon hin. Muss mich nur einer dran erinnern. Nobody's perfect. Oh, das wird jetzt spaßig mit der Karre. Boah, komm ich da vorbei? Komm ich da vorbei? Ja, da komme ich vorbei. Oi, das tut mir leid, aber... Wieder die eine oder andere tödliche Kurve. Ah, das war jetzt eine... Oh, scheiße, tut mir leid. Da konnte ich zwar erstmal nichts machen, aber ja. Ui. Ui, Kongo, haben wir Glück gehabt, wa? Ja, wir haben uns ein bisschen abgesetzt. Das tut mir jetzt leid. Ich glaube, ich habe ein paar Leute irgendwie, aber... Ich konnte auch nicht wirklich was machen. Und da hinten gab's... Auf der Gerade gab's, glaube ich, auch noch Probleme. Okay, also... tut mir auf jeden Fall leid an alle, die mitgefahren sind und die sehen und ja. Falls ich irgendwie Mist gebaut habe. Hast du das komplette Feld auseinandergenommen oder was? Ja, ich bin der Einzelne hier. Der hier alle. Oh, Kongo, hast du da was an der Wand verloren? Ja, das Auto ist ein bisschen komisch gerutscht und nicht ausgebrochen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, in der Kurve ist es total komisch. Da brecht der irgendwie nicht. Wir sind schon wieder vorne, ey. Das liegt aber auch ein bisschen an der Startaufstellung. Ja, das ändere ich halt fürs nächste Rennen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Kongo, du hättest in der ersten Kurve den Andy überholen oder rauskegeln müssen. Eins von beiden. Weiß ich, Cinnamon? Ja, gut. Aber Cinnamon kann auch upsen. Ich habe letztens eine alte Grid-Folge gesehen. Ja, ich weiß, das hast du Kommentar geschrieben, ja. Das war original das Andy-Ups. Das war echt das originale Andy-Ups. Ups, die Andy-Show. Wow, hier geht's ja schon früher links. Ah, nicht damit gerechnet. Ich schon. Gut, dass meine Bremskraftverleihung vorne war und ich noch durch die Kurve driften konnte. Ja, hier kannst du überall mal anecken, das ist nicht so spaßig. Kongo bremst früh, ich kann rankommen. Kongo rutscht, ich kann... Oh, Kongo bleibt hängen. War das dieser scheiß Bordstein in... Sorry, ich hab dich leicht berührt. Du bist knallgrün. Oh, wie kommen wir jetzt gut um die Kurve, indem du zurücksteckst und ich gegen die Wand fahre? Dann kannst du wieder vorbei. Nee, ich bin zurückgeschleudert. Fahr dir drauf. Bei mir ist nichts passiert. Ich bin nur zurückgeschleudert und ja, du warst halt hinter mir. Die Jagd auf dich ist eröffnet, Andy. Uiuiui. Aber du hast schon einen ordentlichen Abstand hier. Ja. Ja, machst du halt nix, ne? Hab ich am Anfang ein bisschen Mist gebaut. Mist. Njam. Davon kann man doch nie genug kriegen. Ampelrhabarber ist, glaube ich, ein Level 1er. Der auch mitfährt. Zu spät gebremst, aber ging noch. Wobei doch, in der Kurve kann der schon mal ganz gerne ausbrechen, der Wagen irgendwie. Ja, man muss halt irgendwie ein bisschen Gefühl für den Wagen haben. Wir sind ihn auch wirklich sehr selten gefahren. Ich glaube, bei dem Wagen habe ich sowieso in jeder Kurve das Gefühl, weil der geht eigentlich sehr, sehr gut durch die Kurven. Aber irgendwie habe ich in jeder Kurve das Gefühl, ja, da müsste man noch schneller durchkommen. Ja, das stimmt. Finde ich bei dem Wagen extrem, aber... Also, ja, bei anderen Fahrzeugen hat man das nicht so. Ja, Touring fährt man ja, die haben ja grundsätzlich guten Grip. Und hier fährst du Street und so einen ganzen Kack, genau, ne? Ja, da bist du halt... Und bei Street, da musst du halt früher bremsen, die sind nicht so auf...
leicht beoptimiert, die sind nicht so, ja. Uiuiui, ein bisschen bremsen sollte man aber schon mit denen auch. Du lügst! Sonst kratzt man mit dem Heckspoiler an der Wand. Ich glaube, ich habe die gut massiert. Boah, diesen Andy da vorne, den kriege ich nicht mehr. Außer der eckt nochmal an. Schnellste Runde kannst du aber noch kriegen. Na, glaube ich aber auch nicht. Irgendwie. Oh, naja, wobei das. Gab's vorhin eigentlich Geld? Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich glaube nicht. Oder? Echt? Nee, müsste eigentlich. Müsste eigentlich Geld schon, geben, ne? Ja. Ja, müsste schon. Stimmt, wäre irgendwie unlogisch. Also aus welchem Grund sollte es das nicht geben? Ich kann mich nämlich gerade nicht mehr dran erinnern. Boah, die Ampel wurde gelb, aber ich hab's noch geschafft. Boah, vorhin mal ordentlich die Mauer mitgenommen, ey, scheiße. Ja, so. Das ist der Niedergang des Andy. Werdet ihr bewusst. Ah, schon wieder, ey. Ich weiß nicht, man bremst ein bisschen zu früh, oder ich jetzt gerade. Der Wagen merkt, dass der Wagen gut in die Kurve reingeht, macht die Bremse auf. Mach die Lenkung auf, komm wieder zu weit raus, werd zu langsam, fahr wieder zu weit innen rein und eier dann so durch die Kurve. Das ist echt nicht so geil. Boah, Alter, muss ich extra ausweichen. What happened? Ah, Schalke, wenn er das war, müsste er gewesen sein, hat einfach viel zu früh gebremst. Hm, ja, das ist das Problem. Die kam mit den. Normalerweise, wenn du da entlang heizt, bremst du viel später mit den Kisten, die du dir hier sonst fährst. Das ist ja Hypercar, Supercar und die GTs fährst du hier ja sonst. Ach, hier hätte ich auch wieder früher ans Gas gekonnt. Mann! Ja, man kann immer früher ans Gas, bis man zu früh am Gas war. Hui. Das ist richtig. Nee, ich komme echt aber auch keinen Millimeter näher. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja doch, ein Millimeter vielleicht schon. Ein Millimeter, Lee. Aber nee, da geht echt nichts. Ich hätte vielleicht nicht meinen Abtrieb komplett auf minus 100 stellen sollen. Ah, das hätte ich mir vielleicht auch mal früher überlegen sollen. Und macht die Zeit. Boah, das kann doch nicht mal sein, ey. Aber vielleicht knackt die ja noch einer. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist mir ein absolutes Rätsel, leider, warum ich immer so langsam bin. Ich habe schon extra ein bisschen mehr Abtrieb reingemacht. Als üblich. Also, ja, wie gesagt, ich habe jetzt. Und trotzdem verliere ich in den Kurven immer so viel Geschwindigkeit. Minus 100. Aber ich hatte auch irgendwie, also ich glaube, bei so langsamen Kurven ist ja sowieso Abtrieb nicht so entscheidend und auf so Stadtstrecken bin ich mir aber manchmal doch nicht so sicher, weil der Abtrieb, der hilft halt schon bei so längeren Sachen und bei so besser in die Kurven reinzukommen und so. Na doch, gib Geld und Erfahrung. Ja. Wir waren nur vorhin zu inkompetent, das zu sehen. Ja, oder darauf aufzupassen. Wir haben, glaube ich, irgendwie gelabert und sonst was. Ja, du hast gelabert und ich wollte endlich, dass du aufhörst. Ja, das ist meine Spezialität. Nur bei mir. Fast nur. Oh, nee. So, bis gleich. Und weiter geht's in Spa-Francorchamps und Touring A. Ja. Und wir haben die Startaufstellung jetzt gemischt. Ich bin weiter hinten, Sempo auch. Ganz hinten. Aber das heißt, ich kann jeden hier vor mir sehen. Und Polkotz kann nicht perfekt starten. Oh, das wird jetzt übel. In der Rouge. Jemand hat. Oi, Kongo wird gedreht und ich werde in die Wand geknallt. Ich glaube, das war eine Kettenreaktion. Da war jetzt, glaube ich, niemand dran schuld. Ja, irgendwer hat voll draufgehalten. Nee, das Problem war, dass der Ampel-Rhabarber, das ist ja, der ist, glaube ich, Level 1. Ich hatte das Gefühl, der hat vielleicht diese Bremshilfe an. Auf jeden Fall hat er in der O-Rouge gebremst. Und dadurch. Oh. Gut, dass ich abgekürzt habe. Ich wollte dich nicht rammen. Und dadurch ist er halt irgendwie weggerutscht und dann ist jemand anderes halt auch in ihn reingerutscht und dann wurdest du gedreht. Ich bin letzter. Dann beginnen wir doch jetzt mal mit der Aufholjagd. Uiuiui. Auf jeden Fall fahren wir hier mal 3 Runden. Napster ist zurückgefallen. Hat man sonst auch nicht so oft auf der Strecke. Ja. Nee, das wird ziemlich krass, glaube ich. Naja, die Karren sind ja schon recht flott, also da geht schon was. Ja gut, umgekehrt. Nee, ich glaube in beide. Nee, umgekehrt fährt man die eigentlich.
Ja, nee, so ist eigentlich richtig rum. Ja, ja. Aber in der Klasse fährt man den eigentlich andersrum. Hm. Achso, die Streckenauswahl haben wir bis auf den Red Bull Ring am Anfang ein bisschen zufällig gemacht. Also, ich schaue zur Seite und irgendwer von den beiden Amigos hier sagt einfach Stopp. Bisher immer Andy. Weil du ja schlecht Stopp sagen kannst. Er ist mal überfordert mit den Infos. Was? Stopp sagen? Ja, was, Andy jetzt? Ist so ungeduldig. Der sagt immer nach 2 Sekunden Stopp. Kongo, ich schieb dich? Nein. Wieso fährst du ins Gras? Ah, nee, bist du gar nicht. Sah nur so aus. Mein Wagen driftet und ich bin langsamer. Kongo liebt die Natur. Mhm, ja, deswegen bin ich auch grün. Ja. Bündnis 90. Ey, aber hier geht's gerade echt nicht vorwärts. Kongo, ich bremse mich hier mal rein. Hat gut geklappt. Ja, was soll ich machen? Ich musste ja später bremsen als du. Um vorbeizukommen. Also was anderes geht ja nicht. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert, so wie ich geplant habe. Ich glaube nicht. Du bist viel zu schnell. Ich bin nicht immer in deinem Windschatten. Scheiße, ich Vollidiot. Ah, Gott. Hätte ich doch einfach an dir kleben bleiben sollen. Schon wieder hier verbremst. Und Nico ist wieder durchsichtig. Lol. Erstmal von der Taste abrutschen und sich selbst zurücksetzen. Oh, Nico hat wieder einen Sprung gemacht. So sprunghaft, der Gute. Hab mich innerlich schon ein bisschen gefreut. Ja, ich habe ihn eingeholt. Blub, ist er 50 Blub. Meter weiter vorne. Ja. Ist der Überholmanöver-Vergrauler. Ah, ihr seid ja alle schön eng zusammen, aber ihr fahrt alle gut. Ich krieg euch nicht. Einer fährt raus. Weil ich aber auch so bescheuert bin. Ich bremse in der Urouge ab, viel zu viel. Dann fahrt ihr mir aus meinem Windschatten raus und dann setze ich mich einfach ohne Grund mitten in der Kurve zurück. Verzeihung. Wieso hast du da denn abgebremst? Warst du zu schnell? Nein, ich wollte, also wenn ich direkt hinter dir klebe, bringt mir ja dein Windschatten nichts. Und ich wollte ein bisschen Abstand haben, dass ich mit dem Windschatten halt Überschuss aufbauen kann. Hab zu viel gebremst und kam nicht mehr an dich ran. Achso. Und dann habe ich mich, war ich in der Kurve und habe mich einfach ohne Grund zurückgesetzt, weil ich abgerutscht bin von der Taste. Oh, du wieder mit deiner Tastenkombination, ne? Ja. Ja, ist einfach so. Aber mein Ziel... Hat den Analogstick wahrscheinlich einmal im Kreis gedreht zum Resetten, also. Ist das zufällig passiert? Mein Ziel ist jetzt noch Kongo zu kriegen. Und eventuell noch die schnellste Runde, aber damit rechne ich gar nicht mehr. Die wird sich der Andy holen. Ja, wenn du Windschatten hast, das auf der Geraden, das zieht ordentlich, ne? Ja. Tut's, aber andererseits muss ich ja auch an den Leuten irgendwie vorbei. Also... Außer Kongo fährt mir genauso schnell runter. Vorausgesetzt, einer vor dir ist so einer, der ein bisschen flott ist. Hm. Nee, das wird nichts mehr. Aber ich fahre nochmal volle Attacke auf Kongo. Komm ich da ran? Komm ich da? Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich bin gerade so knapp im Windschattenfenster. Ich fahre jetzt so 330. Ja, ich bin ein bisschen drunter. Wow, aber mit dem Windschatten bin ich echt schnell geworden und habe mich hier schon wieder verbremst. Ich hatte schon Schiss, dass ich dich Ich glaube, das liegt daran, dass du halt im Windschatten den Windwiderstand zum Bremsen nicht hast. Ja, ja, ja. Das war halt ganz schön dumm, dass ich da nicht dran gedacht habe. Beziehungsweise letzte Runde hatte ich halt mich auch verbremst und dann habe ich diesmal früher gebremst, aber halt nicht mehr so dran gedacht, dass ich auch Windschatten diese Runde habe, den ich ja letzte Runde nicht hatte. Jetzt drifte ich einfach nur noch. Oh, nee, das kann ich vergessen. Hm. Ach ja, lol, ich habe vergessen, meinen Abtrieb hochzustellen. Ich Vollidiot. Bist du wieder minus 100? Ja. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich vergessen, den hochzustellen. Ich glaube, ich habe minus 20 oder so. Deshalb komme ich nicht durch die Kurven. Ja, und guck, und da merkt man jetzt wieder, ich habe minus 100, du hast minus 20, ich komme auf den Geraden trotzdem nicht an dich ran. Also, so viel bringt das. Mhm. Aber ich merke es in den Kurven deutlich. Vor allem in diesen schnelleren und die in Spar sind ja alle so 120, 150. Mann, ihr seid mir Tuning-Experten. Ja, wir reden zumindest. Der Typ, der ganz vorne startet. Ja, ich war Vierter oder Fünfter. Boah. Ja, und ich war irgendwie Achter oder so und wurde in der Rouge weggeballert in der ersten Runde. Ja, ich auch. Ich war Elfter und wurde auch weggeballert.
Aber das war ganz lustig. Ich meine, erste Kurve Rouge mit so vielen Leuten, da muss halt was passieren. Das ist halt so. Naja, ich werde ja jetzt nicht immer vorne starten. Wenn doch, kriegst du ein Vote. Der eine, und dann bist du weg. Ja, genau. Es muss nur der Richtige voten. Boah, jetzt da so durchschießen, ist schon verlockend, aber wäre doch ein bisschen hart asozial. Keine schnellste Runde, das ist doch Wahnsinn. Wer hat die? Also ich hab sie nicht, da wette ich alles drauf. Ah ja. Ja, der Juge, der fährt aber echt flott. Also der ist auch immer vorne mit dabei. Na, immerhin habe ich 5 Positionen gut gemacht. Ja? Das ist doch schon mal was. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich genau. Ich glaube 8. oder 7. Mhm. Ja, es ist halt wegen diesem blöden Start. Ja, aber das war halt ein Rennunfall, also. Ja, für mich sah es aus meiner Perspektive halt nur so aus, als hätte mich Master Style einfach nur knallhart von der Seite getroffen. Ja, nee, da war. Ich muss weiterfahren, aber ich weiß nicht, was da hinter mir passiert ist. Nee, da waren. Also, da haben sich 2 berührt und dann, wie gesagt, der eine hat gebremst und ist dadurch ins Rutschen gekommen und hat die anderen erwischt. Also, da war so ein bisschen durcheinander. Aber kann natürlich auch sein, dass ich das im Eifer des Gefechts auch irgendwie nur. Auf jeden Fall bist du weggekegelt und hast mich mit erwischt und dann, ja. Na, ich stand mal quer zur Strecke. Ja, genau. Ja. Das war super. Das war's mit dieser ersten Folge der Abschiedstournee. Jetzt übernimmt die nächste dann gleich ein anderer und wir sind durch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.